Ja, halli, hallo, hallöle und willkommen zurück zu Let's Play Tokyo School Life. Ja, auch ich begrüße euch, meine Damen und Herren, hier wieder in Tokyo School Life. Genau. Ja, was haben wir im letzten Part gehabt? Ja, es ging hauptsächlich um die Examensprüfungen in der Schule und um jetzt Antworten vergleichen und sich über das Lernen an sich unterhalten und gemeinsam lernen. Was interessant war, sag ich mal, und mal gucken, wo wir jetzt weitermachen. Wer hat jetzt zum Schluss ein bisschen gesagt, hier, haha, ich bin gut in Mathe und so. Schauen wir mal, was jetzt noch passieren wird. Übrigens, wenn du es auf diese Art löst, denke ich, dass es als falsch markiert werden könnte. Weißt du, was ich mir da jetzt gewünscht hätte? Das macht keinen Sinn, sagt er. Ja, so, was hättest du dir gewünscht? Wenn jetzt so tatsächlich eine Mathematikfrage jetzt gestellt werden würde, die der Spieler tatsächlich durch eigene Eingabe selbst lösen müsste. Und abhand da hätte dann zum Beispiel gewettet werden können, so ob du tatsächlich so eine Mathe-Profi bist oder nicht, weißt du? Das wäre doch geil gewesen. Ja, aber es würde nicht wirklich Sinn machen. Ja, gut, man müsste ein bisschen individuell anpassen, aber schwer machbar. Ja, wie auch immer, ich denke mal, wir machen mal weiter. Ich habe gerade etwas Unglaubliches realisiert, Leute. Das hast du im letzten Part schon mal gesagt. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was ist los, Karin-chan? Werden wir überhaupt jemals hier nach diesem hier oder nach all dem hier Mathe benutzen müssen? Alles, was wir normalerweise benutzen, wenn wir Kram einkaufen, ist ungefähr nur Addition und Subtraktion, richtig? Das ist das, was jeder in einem Matheunterricht selbst stellt, diese Frage. Darf ich erstmal zu Ende, bevor du was sagst? Sorry. Gibt es überhaupt einen Grund, all diese Formeln zu lernen? Karin-chan is getting corrupted, okay. Karin-chan wird korrumpiert, oder was soll das in dem Zusammenhang jetzt heißen? Weiß ich auch nicht genau. Ist halt wieder so eine umgangssprachliche Geschichte. Also wahrscheinlich meinst du sowas wie, ja, Karin-chan ist jetzt irgendwie auf dem falschen Pfad oder keine Ahnung. Schädigt, verdorben. Karin-chan wird verdorben, okay, das ist wahrscheinlich am passendsten jetzt. Ja. Das ist mir egal, ich werde ein weltweiter Top-Artist. Also ein weltweiter Top-Künstler, Top-Künstlerin. Also, ne, sie will ja ein Idol werden. Oder sie ist ja schon eins. Aber, ne, sollte man vielleicht trotzdem nicht ganz aus dem Sicht verlieren. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Hi, Karin-san war immer noch Mama de Ito Muimas. Ja, Karin-san, du bist gut so, wie du bist. Desho? Richtig, genau. Demo, tatsächlich, ich auch eine Gimon da. Sakura-chan, Sugakute konosaki nanika no yaku ni tatsu no? Dennoch gebe ich zu, dass ich meine Zweifel habe. Sakura-chan, welchen Nutzen wird Mathe für uns in der Zukunft haben? So desu ne. Tatoeba, Karin-san ga kaigai tsuwa ni itta to shimasho. Zum Beispiel für Karin-san, lass uns mal sagen, sie geht auf eine Tür, auf eine Tour in Übersee. Atoshi? Was, ich? Tatoeba, Hikouki no noritsugi ni shippai shite, moktekichi made rentakar de idou suru youna koto ga aru kamo shiremasen. Zum Beispiel ist es wahrscheinlich, dass du vielleicht deinen Anschlussflug verpasst und dann einen Mietwagen nehmen musst, um zu deinem Ziel zu kommen. Ja, ich habe so eine Geschichte schon mal von jemandem gehört, der ja schon weiter ist als ich.
und der das schon mal durchmachen musste. Sie sagte, sie war wirklich im Stress. Du müsstest die übrig gebliebene Distanz zu deinem Ziel ausrechnen und herausbekommen, ob du es schaffen kannst. Denkst du, du kannst ruhig bleiben und das ausrechnen? Nimm einfach einen Taschenrechner, gut ist. Ah, naruhodo. Tashikani ne. So kangaeruto, keisan dekiru ni koshita koto wa nai ne. Oh ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn du so darüber nachdenkst, dann musst du schon einiges ausrechnen oder so ähnlich. Sprachlos. Nun, ich denke, normalerweise übernimmt das das Personal für dich, Karin. Also ist es schon okay, so. Ich habe verstanden. Ich werde es ein bisschen härter versuchen. Yosh, minna no bun, Cocoa irete kuru yo. Atama o ugokasu niwa toubun ga daiji da kara ne. Okay, ich werde für euch alle Schokoladenmilch machen. Zucker ist wichtig, um dein Gehirn in Schwung zu halten. Oh ja. Aoi! Anta yappari uchi ni yome ni kite! Aoi, ich hab das wirklich gemeint. Du musst mich heiraten! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry. Leider geht das nicht, sorry. Oh mein Gott, okay. Ja, warum nicht? Ich meine, warum nicht? Ja, und so enden die Examen, die den Eindruck gemacht haben, dass sie niemals enden würden. Endlich kommen sie zu einem Abschluss. Es ist vorbei. Ja, ich recke und strecke mich. Ja, ich bin frei. Yatto owatta ne. Ja, es ist endlich vorbei. Minasan, otsukare sama desu. Gute Arbeit, alle. Oh. Wie der da so hochkommt. Völlig fertig mit den Nerven. Ah, Karin-chan, etwas kommt aus deinem Mund. Ich denke, deine Seele versucht wegzufliegen. What the fuck? Oh mein Gott, okay. Was kommt aus deinem Mund, Alter, wie das klingt. ich hab eine Weile daran gedacht, aber, was? What isn't having people with different brains take the same? Ist es nicht uneffektiv, wenn Leute, die dieselben Noten haben, das gleiche Curriculum nehmen? Was ist denn ein Curriculum? Ich hab keine Ahnung, da guck ich das mal. Curriculum. Ist irgend so ein studentischer Begriff. Habt das schon mal gehört, aber. Lehrplan, Studienplan. Ach so, Studienplan, okay. Also, ist es nicht etwas. Es ist nicht ineffizient, wenn Leute, die dieselben Noten haben, dem gleichen Lehrplan folgen, okay? Ah, die unterschiedlichen Noten haben jetzt für okay. Ja, Leute, ja, klar. Oder ist es doch eigentlich effizient, ich meine. Ja, ob es nicht, das ist halt nicht effizient, wenn Leute, die unterschiedliche Noten haben, dem gleichen Lehrplan folgen, okay? Jetzt habe ich es verstanden, okay? Leute, es ist schon spät. Ja, es ist spät. Das ist ein schwieriges Problem. Man kann sagen, dass wenn du Leute mit verschiedenen Stärken zusammenbringst, dass sie sich helfen können, indem sie sich gegenseitig motivieren. Ja, ist was dran.
Ja, so kann man auch darüber denken, nicht wahr? Ich weiß nicht viel über all den Kram, aber ich bin glücklich, dass ich in derselben Klasse wie Karin-chan und Sakura-chan bin. Ja, genau. Hey, und ich? Ihr lasst mich außen vor? Du bist doch nur vorübergehend da. Nein, du bist doch nur vorübergehend da. Also ist es doch so. Ja, also, ja, klar ist es so, aber... Oh, du natürlich auch, Dream. Ich bin nur ein nachhängender Gedanke, nicht wahr? Das klingt ja noch geiler, als was ich sagte. Ein Afterthought, ja, so im Nachhinein gesagt. Ich bin nur derjenige, den man so im Nachhinein noch dazufügt, so ungefähr. So mein. Also dritte Rad, der fünfte Rad zur Bahn, weißt du? in dem Fall vierte Rad am Wagen, aber gut. Nee, ist ja ein blöder Vergleich, egal. Ja, weil du hast ja am Auto brauchst ja eh vier Räder, sonst sind die alle benötigt. Ja. Das fünfte wäre, weil das. Ja, das fünfte Rad am Wagen, ja. Das Ende. Was willst du mir damit jetzt sagen? Es ist jetzt aus, er muss gehen. Hä? Es ist das Ende, darüber zu reden, übers Lernen sich zu unterhalten. Also das Lernen, übers Lernen sich zu unterhalten, damit ist jetzt Schluss. So. Es ist langweilig. Es ist Zeit für unseren spaßigen Sommerurlaub. Wer kümmert sich noch um den Kram jetzt? Dreambird, mach du das mal. Ja, nee. Also du hast recht, ne? Wie sie schon sagt, also wen interessiert das jetzt noch? Genau. Jetzt ist abgeschlossen und jetzt ist aus die Maus. Ja, Keakidai Hai hat jetzt eine lange Pause für über einen Monat. Der japanische Sommer ist auf dem Weg. Hi, Karin-san. Was man eigentlich lange... Ja? Weiß man eigentlich, wie lange er noch in Japan bleiben kann? Oder ist das irgendwie unbekannt? Ich denke mal, ungefähr noch diesen Urlaub, ne? Und dann vielleicht ein bisschen länger noch. Oh, okay. So. Ja, achso, ja, Karin-san, lass uns unseren Spaß von ausleben. Ja, aber ich werde versuchen, ein kleines bisschen härter zu lernen und das ja nochmal nachzuprüfen. Nur ein kleines bisschen. Natsuyasumi ka. Tanoshimi da ne. Ich bin so aufgeregt oder so erwartungsvoll. Also aufgeregt, dass jetzt der Sommer kommt. Wann kommt der Sommer? Was sind denn eure Pläne für die Sommerpause? Der Karate-Do Club wird hat Sommerpause. Nein. Der wird üben. Regularly, das bitte guckst du immer noch mal nach. Ich hab's auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Regelmäßig. Genau. Der Karate-Do Club wird während der Sommerpause regelmäßig üben. Aus! Shisho! Aus! jetzt geht's damit wieder los. Also, in diesem Element geht er voll auf. Nächsten Monat gibt es ein Sommer-Matsuri, Sommerfestival im Tomoe-Schrein. Es wird viele Essensbuden geben und Feuerwerk wird kommen. Es sollte ziemlich splendid. Das ist wieder splendid. Vorhin haben wir es noch nachgeguckt. Ich habe schon wieder vergessen. Na, ich auch. Egal. Splendid. Sollte wahrscheinlich ziemlich Spaß machen, denke ich mal.
Spiel, was? Prachtvoll. Sollte ziemlich prachtvoll werden. Ja, okay. Wow, ich kann es nicht abwarten. Ich möchte schwimmen gehen, wenn ich an einem Tag frei habe. Wenn nicht im Strand, dann wenigstens im Pool. Ich möchte schwimmen, ja, bis ich ohnmächtig werde. Schwimmt der Badewanne? Ah, jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein, ja, meine Schwimmskills allen zu zeigen. Okay. Sag jetzt mal der Badeanzug. Ich freue mich schon auf die Sommerpause. Scheint, dass eine Menge spaßige Sachen passieren werden. Aber most of all, ja, aber vor allen Dingen, ich kann den Schulausflug nicht abwarten. Keiakidai heißt Schüler im zweiten Jahr haben einen gemeinsamen Ausflug während der Sommerpause. Wir können aus verschiedenen berühmten Touristenorten in ganz Japan aussuchen. Jeder entscheidet selbst, wo er mit seinen Freunden hingehen will. Okay. Das hatten wir ja schon mal kurz zum Thema gehabt, aber jetzt da die Sache näher rückt, sag ich mal. Dream, hast du denn entschieden, wo du auf diesem Ausflug hingehen willst? Nein, noch nicht. Oh, ich glaube, ich habe gerade falsch übersetzt. Hast du schon entschieden, mit wem du diesen Ausflug machen willst? So rum. Nein, noch nicht. Dann wie wäre es denn mit uns? Ja, ist irgendwie logisch, ne, oder? Wirklich, ist das in Ordnung? Wir sind Familie, richtig? Sogar ich würde dich nicht so sehr ärgern, dass ich dich da außen vor lassen würde. Danke, Fragezeichen. Okay. Ein Trip mit allen zusammen. Das wird großartig. Also, habt ihr entschieden, wo es hingehen soll? Wenn ich das, als ich das frage, drehen sich alle Mädchen um und schauen mich an. Oha. Ich denke, Osaka würde schön sein. Du kannst einiges leckeren Kram dort bekommen und den Osaka-Dialekt hören. Die größte Stadt im Westen Japans, der Distrikt der leckeren Delikaten, leckeren Leckereien oder Delikatessen und Comedy, Osaka. Okay? Ja, Okinawa Show! Emerald Green no Umi, saikou da yo! Shinu made oyogi tausun da kara! Es muss Okinawa sein, Emerald Green. Emerald, oh, das ist eben so ein Stein. Emerald grünen Strände. Smaragd. Die smaragdgrünen Strände sind einfach das Beste. Ich möchte schwimmen, bis ich umfalle. Oh, du willst aber ertränken, siehst du? Die südlichste Gegend von Japan, die subtropische ewige Sommerinsel Okinawa. Meine Mutter ist aus Kyoto. Ich denke, ich könnte euch alle in einigen altertümlichen Tempeln herumführen. Es ist ein wundervoller Ort. Abundant weiß ich es nicht, voller Geschichte und Tradition. Oh. Gut,
und eine tausendjährige Geschichte, das ursprüngliche, die ursprüngliche Hauptstadt von Japan, Kyoto. Das klingt alles sehr und das klingt alles super. Ich weiß einfach nicht. Alle drei starren sie mich an. wollen sie etwa... Hey, wo willst du denn hingehen? Ich wusste es. Sie wollen, dass ich es entscheide. Das war ja auch klar. Ja, gut. Ach, wir dürfen nicht alle drei gleichzeitig nehmen, sondern wir müssen also jeweils eine einzelne Dame nehmen, oder was? Das hier ist die Entscheidung jetzt endgültig für unsere Route, die wir festlegen. Und wie wir hier sehen können, haben deine Antworten nicht für die Route von Karin gereicht. Das ist ausgegraut. Wie geil. Wir haben also jetzt zu diesem Zeitpunkt nur die Möglichkeit, zwischen der Route von Aoi und Sakura zu wählen. Aber das ist interessant. Die, die ich am wenigsten gemocht habe, die wird gar nicht erst berücksichtigt in der Antwort. Das ist krass, dass sich das Spiel merkt. Ja, ich denke, es lag halt an deinen Antworten wahrscheinlich. Interessant. Ja, ich sage mal so, ich hatte jetzt eigentlich geplant, den oder die Zuschauer wählen zu lassen. Würde aber nicht unbedingt den allergrößten Sinn machen, weil ja im Grunde Lurker es wäre, der die ganzen Antworten jetzt die ganze Zeit gegeben hat, sag ich mal. Und schlussendlich, sag ich mal, habe ich jetzt auch nur eigentlich einen Kommentarschreiber gehabt, der jetzt wirklich die ganze Zeit so dabei geblieben ist und immer so ganz schön so kommentiert hat. Der liebe Jojo, den grüße ich an dieser Stelle auch mal. Ich grüße ihn auch an nochmal dieser Stelle. Danke für deine vielen, vielen Kommentare, sag ich mal. Und ja, da ist im Endeffekt, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass jetzt irgendjemand anders jetzt noch was schreiben würde. Außerdem habt ihr ja auch nicht die Antworten gegeben, sag ich mal. Und aus diesem Grunde, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte eigentlich vorgehabt zu sagen, jeder hat eine Stimme, auch Lurker, aber gehen wir mal davon aus, dass dann nur zwei Stimmen zusammenkommen würden mit der von Jojo. Und dann würde ich halt Lurkers Stimme doch mehr bewerten, weil er die Antworten gegeben hat. Und so würde er im Endeffekt sowieso alleine entscheiden. Ja, und in dem also, Zusammenhang... Ich sehe das so. Wir haben sowieso nicht die Wahl zwischen zwei Leuten. Das heißt also, es wäre sowieso 50-50. Richtig. Da frage ich doch erst einmal, weißt du denn, welche der drei Damen Jojo am liebsten hat? Ich habe keine Ahnung, glaube ich gerade. Er hat bestimmt schon mal was geschrieben, aber... Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich... Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, im Endeffekt hast du die Entscheidung jetzt. Und ja, wir wissen alle, welche Entscheidung er jetzt gleich sagen wird. Aber macht euch nichts draus, denn ich werde wirklich jede Route gehen. Auch die von Karin. Da werde ich halt nochmal... immer von vorne, dann werden wir dann die Antworten nochmal etwas abändern, dass wir auch ihre Route dann machen können. Und, ja, tut mir leid, dass ich die nicht so sehr mag, die anderen beiden. Sie hat sich aber auch selbst verbockt am Anfang. No, ich finde, das kann man mittlerweile vergessen, denn also meine persönliche Rangfolge ist Aoi, dann Karin und Sakura als letztes. Also ich würde sagen, Sakura, dann ich wollte gerade sagen, dann Osaka, nein, dann Aoi. Und ja, dann halt Karin. Karina, würde ich sagen. Gott. Ja, wie auch immer, ich denke mal, wir wissen alle, du wirst wahrscheinlich hier oben dich aus entscheiden. Zum einen ja, zum anderen dachte ich mir jetzt so, dass man wählen kann, dass man halt mit allen dreien eins der Orte besucht und nicht, dass man sich für eins der Mädels entscheiden muss, die jeweils einen Ort repräsentieren. Das ist dann doch ein bisschen blöd dann. Blöd finde ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, dann würden wir doch mit allen irgendwie losziehen, oder nicht, ne? Natürlich, natürlich wird man auch mit allen dreien dann dahin gehen, aber die endgültige Entscheidung triffst halt du jetzt. Ach, das ist jetzt nur so symbolisch gemeint, welchen Ort die Dame... Du wirst jetzt nicht mit nur einer dahin gehen, das ist schon ihr alle drei zusammen, also, ne?
Ja, jo, jo, dann würde ich sagen, bei dem lieblichen Gesicht namens Kyoto. Du weißt. Also gut, du bist Sakura. Genau. Und ja, die werden wir auch wählen. Entschuldigung. Und ja, aber die Wahl und wie es dann weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Mal. Ich werde mal diesen hier auf einen anderen Speicherpunkt setzen, und zwar mal hier unten rechts hin, damit wir da nochmal hingehen können. Wir werden dann auch nochmal gemeinsam, das ist jetzt die Frage, die ich euch stellen würde, denn wenn wir dann später Karins Route machen möchten, möchtet ihr, dass ihr nochmal dabei seid, wenn ich mit Lurker gemeinsam die Antworten insoweit abändere, dass wir eben Karins Route auch offen haben, oder ist euch das egal und wir machen das einfach offscreen und ihr seht dann nur, wie wir halt diesen Bildschirm wieder haben und Karins Route auch offen ist. Wie hättet ihr es denn gerne? Das würde ich jetzt ganz gern von euch Zuschauern mal wissen wollen. Ja. Also mir ist das egal, weil ich meine, weiß ja, wie wir das bei Café Zero gemacht haben. Das können wir auch so machen. Wir können es aber auch in Speedtempo machen. Also, ja, wie gesagt, möchtet ihr das sehen oder möchtet ihr es nicht sehen, wenn es so weit kommt, sag ich mal. Aber ich sage mal so, die nächste Route, ob es jetzt nun Karin oder Osaka sagen, ob es danach nach Sakura, Karin oder Aoi sein wird, das werde ich dann aber wirklich mal versuchen, den Zuschauern zu überlassen. Weil du hast ja jetzt schon hier deine Entscheidung gehabt. Ja, klar, verständlich. Gut, also, dann sage ich jetzt mal ciao. Macht es gut, liebe Freunde, passend zum Partner. Ihr könnt natürlich trotzdem gerne eure Meinung sagen, wen ihr jetzt als erstes gewählt hättet. Aber seid versichert, wir werden alle drei machen. Also, früher oder später kommt auch euer Lieblingsmädel zum Zug. Ja. Und gut. Dann seid ihr dran. Genau, und jetzt noch die abschließenden Worte von Lurker für diesen Part. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit Sakuras Route weitergeht bei Tokyo School Life. Macht's gut, ciao, sagt euch euer Dreamy. Ja, wir haben viel geredet am Ende des Partes und ich will eigentlich nicht so viele Worte verlieren, außer interessant, dass ich die Karin tatsächlich so sehr ignoriert habe, dass sie niemals zur Auswahl steht. Und ja, ich bin gespannt, ob wir viel Spaß haben werden in Kyoto. Vielen Dank, tschüss!